Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott ist das Licht des Lebens. Er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich begrüße ich euch und Sie, liebe Schwestern und Brüder. Wir beginnen mit dem Kanonlied »Mache dich auf und werde Licht«. Liebe Schwestern und Brüder, hier steht er ganz frisch, der Adventskranz für St. Ewaldi und die nun beginnende Zeit der frohen Erwartung. Erfunden hat den Adventskranz 1839 der evangelische Theologe und Pädagoge Johann Wichern. Er leitete in Hamburg das Rauer Haus. Es war ursprünglich eine Einrichtung als eine Art Rettungsdorf für verhaltensauffällige, ja sogar straffällig gewordene Hamburger Kinder, die in der Sprache der damaligen Zeit als sittlich verwahrlost galten. Wichert schaffte es, sie zu sammeln, indem er im Betsaal des Rauen Hauses im Advent ein Wagenrad mit 4 großen und 20 kleinen Kerzen aufhängen ließ. Jeden Abend durfte ein anderes Kind die entsprechenden Kerzen bei der Abendandacht anzünden. Der Adventskranz, bis heute ein wunderbares Symbol für klein und groß, ein Hoffnungszeichen mit wachsendem Licht, denn dein Licht kommt. Halten wir Gott darum jetzt auch die Dunkelheiten unseres Lebens entgegen. Herr, wir haben die erste Kerze entzündet. Wir bitten dich um Licht für unser Leben. Herr, erbarme dich. Du kennst die dunklen Stellen in unseren Herzen. Dir vertrauen wir unsere Schuld an. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir sehen Verunsicherung und Angst bei vielen Menschen. Schenke uns Solidarität, einen ungetrübten Blick und Mut. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Schenke uns dieses Erbarmen. Leuchte mit dem Licht deiner Gegenwart in unser Leben. Und stärke und begleite uns jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten. Treuer, barmherziger Gott, wir danken dir für den beginnenden Advent, für die Hoffnung, die unter uns wächst wie das Kerzenlicht. Du selbst willst zu uns kommen. Du nimmst Verzagtheit und Kleinmut wahr. Du hörst die stillen und versteckten Klagen. Du siehst Schuld und ihre Verstrickungen. Vieles gerät in deiner Welt aus den Fugen, durch Gier, Größenwahn und Unachtsamkeit. Hilf uns in der Eile und Hetze dieser Tage auf dich zu warten, deinem Wort zu trauen und liebevoll miteinander zu leben, in deinem Licht durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam.
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Meine lieben Schwestern und Brüder, kennen Sie das auch? Wenn ich aus dem Haus gehe, dann mache ich gewohnheitsmäßig eine Taschenkontrolle. Also Hosentaschen, Jackentaschen abklopfen, abtasten, nochmal kurz inspizieren. Wir Männer, so sagt man ja, tragen das, was uns wichtig ist, eher in der Kleidung, auch wenn die eine oder andere Tasche dann schon ausbeult. Was ich immer dabei habe, der Schlüsselbund, das Portemonnaie, ein Taschentuch, ein Taschenmesser, mein Mobiltelefon, natürlich eine Mund-Nasen-Maske zum Wechseln, ein Einkaufschip, da kommt schon was zusammen. Und jetzt, immer ab der Zeitumstellung in meiner Jackentasche, eine kleine, starke Taschenlampe mit hellem LED-Licht. Ob Jesus das gemeint hat, seid also wachsam, dass wir Tag und Nacht sozusagen brennende Lichter in der Hand haben, dass wir immer alles das haben, was notwendig ist. Dieses Licht hier hilft mir jedenfalls oft. Es gibt mir Orientierung, lässt mich bei abendlichen Hausbesuchen leichter die Hausnummer erkennen, die Haustür finden, den richtigen Klingelknopf drücken. Wachsam sein, das hat bestimmt etwas mit Licht zu tun. Wenn ich wach bin, dann ist es in meinem Lebensrhythmus meistens hell. Oder ich mache bewusst das Licht an, wenn ich wach werde. Dunkelheit kann zur Müdigkeit führen. Manchmal verbreitet sie sogar Angst. Licht und Helligkeit geben Halt und Orientierung, einfach Sicherheit. Der Adventskranz lehrt uns, das Licht richtig zu dosieren. Bis heute folgen wir der großartigen Idee von Johann Hinrich Wichern und zünden Woche für Woche eine Kerze mehr an. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen, so sagt es einst Eleanor Roosevelt. In der abgeschwächten Version heißt dieses Zitat heute oft auch so: Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Finsternis zu jammern. Gut, zum Jammern, zum Klagen, ja sogar zum Fluchen haben in dieser Zeit sicher manche Grund. Längst aber nicht so viele, wie wir es hören. Mache dich auf und werde Licht. Das, was die Finsternis vertreibt, steckt auch in uns selbst. Es ist Gott gegeben. Es ist schon da. Manchmal muss es einfach nur aufgedeckt, entdeckt, entzündet, angeknipst werden, sich anstecken lassen. So freue ich mich auch in diesem Jahr wie immer auf den Advent. Ganz bewusst möchte ich wahrnehmen, wie das Licht in die Welt kommt. Dazu brauche ich nicht am ersten Advent schon den kompletten Baum und alle Beleuchtung der Welt, alles was geht. Manchmal blendet mich das viele Licht, das zusätzlich künstlich entzündet wird. Ich freue mich ab heute, ab dem ersten Advent, an dieser einen Kerze. Ich freue mich über das Wort Gottes, das gerade in dieser Zeit so trostvoll, kraftvoll, prophetisch, voll Licht daherkommt. Ich freue mich zu sehen jetzt in diesen Tagen, wie Kinder sich freuen, trotz aller Pandemie. Bald schon am Nikolaustag freue ich mich, das wieder in den Kindergärten zu erleben. Ich freue mich, wenn Freude geteilt wird, wenn ich sie anderen mitteilen kann und wenn ich sie durch andere erfahre. Und wenn ich dann abends, nach manchmal langen und wechselvollen Tagen, zur Ruhe und ganz zu mir selbst komme, ist es mir immer eine innere Freude, für mich die Kerze oder dann die Kerzen auf dem Adventskranz auf meinem Wohnzimmertisch anzuzünden und zu wissen, Gott kommt in die Welt. Gott ist Licht der Welt. Er kommt und ist zugleich schon da. Dafür möchte ich wachsam sein. Und solche Lichterfahrungen und Lichtblicke wünsche ich Ihnen sehr, den Altgewordenen und den Kranken besonders. Allen, für die es jetzt wirklich besonders finster aussieht.
Ich wünsche es jedem von uns. Bleiben Sie gut behütet von ihm, dem Licht der Welt. Amen. Gott, das Licht deiner Gegenwart leuchtet bis tief in unsere Herzen hinein. Wir vertrauen auf dich und bitten. Für die Menschen, die in besonderer Not sind. Wir denken an alle, die an Covid-19 erkrankt sind. Wir schauen auf die Wohnungslosen und die Ärmsten der Armen unserer Zeit. Wir beten für die Einsamen, Verlassenen und Enttäuschten. Leuchte ihnen mit deinem Licht, mit deiner Gegenwart. Gott, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die in dieser Zeit besondere Verantwortung tragen. Für die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher. Für alle Pflegekräfte in den Krankenhäusern und Seniorenzentren. Für die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen. Und für jeden Bürger. Stärke du sie in ihrem Tun durch Kraft von deiner Kraft. Gott, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für deine Gemeinde beten wir. Für alle, die sich jetzt auf das Kommen des Erlösers vorbereiten. Für die vielen, die den Weg des Advent ganz bewusst mitgehen. Für diejenigen, die durch ihre Worte oder ihr Tun für andere zum Lichtblick geworden sind. Bewahre sie im Guten, segne und begleite deine Gemeinde immer wieder. Gott, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen beten wir besonders. Für die vielen, die wir vermissen, auch nach Jahren und Jahrzehnten. Für alle, deren Gräber wir im November aufgesucht haben. Für die Opfer der Kriege, des Terrors und der Gewalt. Und für die vielen namenlosen und uns unbekannten Toten. Leuchte ihnen allen mit dem Licht deiner Gegenwart im ewigen Leben. Gott, du Licht der Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, Licht der Welt, dir danken wir für deine Gegenwart und dein Mitgehen. Dich loben und preisen wir, heute und bis in deine Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns beten. Herr unser Gott, dein Wort ist wie Licht in der Nacht. Schenke uns hörende Herzen. Dein Wort weist uns den Weg. Hilf uns, ihn zu gehen, auch durch die Dunkelheiten des Lebens hindurch. Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, lobt der Psalmist. Stärke uns, dass wir uns stark machen für alle, die unser Weggeleit gut brauchen können. Dir danken wir in Christus Jesus, dem Licht der Welt, heute und alle Tage bis in deine Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. So segne, stärke und begleite euch in der Zeit des Advent ganz besonders der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Singen wir es miteinander. Im Advent ist ein Licht erwacht.
Seid bereit, seid bereit.